Heute beim Elektrischen Reporter: geschlossene Gemeinschaften, Grundeinkommen und PropTech. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Enthauptung der Könige, Abschaffung des Adels, Bildung und Wahlrecht für alle. Die Historie war nicht immer gnädig mit der sogenannten Oberschicht und auch Digitalien war eher kein Ort für Privilegien. Das soll sich nun ändern, finden einige, die sich nicht daran stören, wenn man sie snobbistisch nennt, wie unser erster Beitrag zeigt. Nach Schätzungen lebt in den USA heute jeder Zehnte in sogenannten Gated Communities, also in bewachten Häusern und Wohnanlagen. Und dieser Trend zur Abschottung und der Wunsch, unter seinesgleichen zu bleiben, erfasst nun auch das Internet und einige seiner User. So wie Hermann van Dorn, einen Internetunternehmer. Er besitzt eigentlich alles, was er sich immer gewünscht hat. Nur der Platz an seiner Seite, der ist leer und er hat genaue Vorstellungen, wer ihn füllen soll. Ich könnte eine lange Liste aufzählen. Man muss mit ihr lachen können, sie muss Humor haben und natürlich soll sie die schönste Prinzessin der Welt sein. Und diese Prinzessin soll nach Möglichkeit aus der gleichen sozialen Gruppe sein. Die großen Online-Dating-Dienste, wo sich jeder anmelden kann, sind deshalb keine Option für Van Dorn. Dann weist ihn jemand auf eine neue Plattform hin, die Inner Circle, Dating mit Einlasskontrolle. Für Van Dorn eine vielversprechende Alternative. And the fascinating thing about the Inner Circle is that they have sort of a concept. Das Faszinierende an der Inner Circle ist, die haben so ein Freunde von Freunden Konzept. Das macht es einfacher, sich dort zu registrieren. Es schreckt einen nicht so ab. Which makes it sort of low entry, easy to start. It doesn't frighten you. Gründer von The Inner Circle ist David Vermöhle. Der ist damals selbst Single und bei verschiedenen Datingdiensten registriert und findet es schlicht zu mühsam, sich durch die Profile von Frauen zu klicken, die seinen Ansprüchen nicht genügen. Deshalb müssen bei The Inner Circle Kandidaten ihr LinkedIn- und Facebook-Profil zugänglich machen. Zutritt zum inneren Kreis erhält nur, wer sich über seine Kontakte empfiehlt oder wessen Lebenslauf überzeugt. Ich will ehrlich sein, wenn du an der Kasse am Supermarkt arbeitest, wirst du bei uns nicht zugelassen werden. Leute, die eine nette Karriere haben, haben es da bei uns schon leichter. 80.000 Mitglieder hat die Inner Circle. 100.000 mussten bisher draußen bleiben. Jeder Aufnahmeantrag wird von Vermöhles Mitarbeitern geprüft. Denjenigen, die zugelassen werden, winken Einladungen zu Partys und Kulturveranstaltungen in ganz Europa, exklusiv für Mitglieder. Ein virtueller Club, in dem die Kreativen und Erfolgreichen unter sich bleiben. Die Chancen, jemanden zu finden, sind am höchsten, wenn man nach jemandem sucht, der einem ähnlich ist. Genau das ist unser Konzept. Der Unterschied zu anderen ist, dass wir das auch so sagen und sicherstellen, dass die Leute unter Gleichgesinnten suchen können. Und The Inner Circle ist nicht das einzige Datingportal mit Zulassungsbeschränkung. Luxy etwa versteht sich als Partnervermittlung für Millionäre. Beautiful People dagegen lässt nur die Gutaussehenden zu. Voraussetzung ist, dass andere Mitglieder den Anwärter oder die Anwärterin als attraktiv einschätzen. Im Netz wimmelt es also geradezu von Angeboten exklusiv für die Schönen und Reichen. Deren Erfolgskonzept? Abgrenzung, glaubt der Internetsoziologe Stefan Humer. Also die Leute erst anzufixen und dann zu sagen, guck mal, das ist jetzt was Neues, was Spannendes, aber du kommst hier nicht rein. Das steigert natürlich erstmal die Neugier. Das ist wie bei allen Clubs, die eine strenge Türpolitik haben oder wo man besondere Anforderungen erfüllen muss. Vor wenigen Jahren noch war Internet-Dating eine Zufallsmaschine. Unberechenbar, spannend, oft frustrierend. Man musste erst herausfinden, mit wem man es zu tun hatte. Dafür traf man Leute, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Jetzt kommt der Gegentrend. Partnersuche in der Komfortzone der eigenen Gesellschaftsschicht. Für Hermann van Dorn geht dieses Konzept auf. Er findet schließlich seine Prinzessin. Wir waren vorher schon mal auf der gleichen Hochzeit. Wir sind auf dieselben Partys gegangen. Wir gehörten zum gleichen Freundeskreis. Nur zufällig sind wir einander nie begegnet. Das war schon toll.
sort of amazing. Eigentlich gilt das Internet als großer Kommunikator, als Netz, das unterschiedlichste Menschen miteinander verbindet. Jetzt offenbaren Partnerbörsen wie die Inner Circle, dass viele User auf diese Offenheit gar keinen Wert zu legen scheinen und tun genau das, was sie auch in der analogen Welt schon immer gemacht haben. Unter sich bleiben und sich gegen andere abschotten. Wer nicht direkt mit einer goldenen Kreditkarte in der Wiege aufgewachsen ist, der macht sich vielleicht eher einmal Gedanken darüber, wie der Wohlstand der Welt ein wenig gerechter verteilt werden könnte. Um solche Gedanken geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Michael Bohmeier, ich bin der Initiator von Mein Grundeinkommen. Ich habe vor 10 Jahren eine Online-Firma gegründet und bin vor 2 Jahren da ausgestiegen und kriege jetzt aber immer noch Gewinnanteile und das sind ungefähr 1.000 Euro im Monat, für die ich nicht arbeiten muss. Und dass Arbeit und Einkommen bei mir jetzt getrennt waren, das hat mein Leben so sehr verändert, dass ich total fasziniert war und anderen Leuten auch ermöglichen wollte, das mal auszuprobieren. Wir sammeln per Crowdfunding Geld. Und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann nehmen wir das Geld und verlosen es an eine zufällig ausgewählte Person. Und die erhält dann ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich dieses Geld als Grundeinkommen. Und uns interessiert, wie verändert das das Leben? Und das porträtieren wir dann. Alle berichten, dass sie ruhiger geschlafen haben seitdem, dass Familien enger zusammengerückt sind, dass sie sich joblich neu orientieren und ja, dass sie eigentlich sozialer werden, kann man sagen. Also die Technologie hat mittlerweile einen Reifegrad entwickelt, dass sie nicht nur Dinge, die sich Menschen ausgedacht haben, vervielfältigen können. Technologie ist intelligent geworden. Sie kann komplexe Zusammenhänge in riesigen Datenmengen erkennen, was Menschen gar nicht können. Und das sorgt dafür, dass viele Berufe, die bisher unersetzbar durch Maschinen schienen, auf einmal auch von Maschinen machbar sind. Und das gefährdet viele Arbeitsplätze, die wir heute für sicher glauben. Deswegen müssen wir Arbeit und Einkommen voneinander trennen, damit Geld in Umlauf bleibt und damit Menschen leben können, ohne dass sie mit den Maschinen konkurrieren müssen. Fast alle Parteien haben Konzepte zur Einführung eines Grundeinkommens, aber es gibt momentan noch keine Mehrheiten dafür. Und das liegt natürlich daran, dass wir den anderen das Grundeinkommen nicht so richtig gönnen. Also wenn man mal Menschen fragt, würdest du mit Grundeinkommen weiterarbeiten, sagen 90% der Leute, ja na klar, Arbeit ist ja mehr als nur Broterwerb, ich liebe ja meinen Job. Und die gleichen Leute sagen aber, wenn man fragt, würden die anderen weiterarbeiten, sagen 80%, nee, die würden faul rumliegen. Und das zeigt, wie wenig wir einander vertrauen, was ja auch kein Wunder ist, denn in unserer Gesellschaft stehen wir ja bewusst oder unbewusst eigentlich die ganze Zeit in Konkurrenz zueinander. Wie wir zusammenleben wollen, könnten wir ganz neu erdenken, wenn wir alle Grundeinkommen hätten. Weil wir nämlich nicht mehr müssten und können uns wirklich fragen, was wollen wir tun? Und was können wir auch am besten beitragen zur Gesellschaft? Und nicht, was muss ich lernen, damit ich irgendwie über die Runden komme und besser bin als andere. Das Netz hat bislang einen Markt nach dem anderen revolutioniert, ob es den jeweiligen Marktteilnehmern nun passte oder nicht. Jetzt möchte es sich gerne den Immobilienhandel vornehmen, wie unser nächster Beitrag zeigt. Die Wohnungsfrage spitzt sich zu. Immer höhere Mieten lassen Mieter verzweifeln, während Eigentümer sich über Wertzuwächse freuen können. Aber der Markt verändert sich. Denn neue Gesetze machen es Internetfirmen möglich, die Immobilienbranche aufzubrechen. Eines dieser sogenannten PropTech-Startups, die Firma Group Estate aus Berlin. Auf Group Estate suchen und finden sich Menschen zu Bau- oder Kaufgemeinschaften zusammen. Gemeinsam können sie so Wohnprojekte verwirklichen, die für jeden alleine unbezahlbar sind. Durch das Internet hat sich die Einstellung der Leute zum Teilen verändert. Auch der Wunsch, etwas mit anderen Menschen gemeinsam zu besitzen, ist heute durch das Netz viel verbreiteter. Zwar haben Immobilienmarktplätze wie ImmobilienScout den Markt bereits vor 16 Jahren durchgeschüttelt und Anzeigenblätter und Regionalzeitungen als wichtigste Informationsquelle abgelöst, aber jetzt erlebt die Branche eine zweite Welle der Digitalisierung. Und Platzhirsch ImmobilienScout muss plötzlich fürchten, von neuen Unternehmen und Technologien verdrängt zu werden. Um das zu verhindern, arbeiten in dem Unternehmen 150 Programmierer an immer neuen Innovationen. Eine der Maßnahmen? Der ImmoScout-eigene Inkubator YouIsNow, der Startups ans Unternehmen bindet. So versucht der Branchenprimus, neue Ideen und Talente an Bord zu holen und vor allem die Konkurrenz der Zukunft im Auge zu behalten. Wir sind kontinuierlich paranoid. Ja, wir müssen
Technologien der Immobilienbranche schneller zur Verfügung stellen. Es werden Akteure gewinnen, die die Digitalisierung für sich nutzen können. Immobilienexperte Kai Kummert von der Beuth Hochschule Berlin verfolgt seit über 20 Jahren den Umbruch der Branche, die immerhin rund ein Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands ausmacht. Für Kummert war es nur eine Frage der Zeit, bis Start-ups diesen gigantischen Markt für sich entdecken. Das qualitative Neue ist, dass wir nicht nur Informationen und Handelsprozesse abbilden, sondern dass diese Innovation mittlerweile auf Finanzierungsmodelle geht. Das sind die großen Vorteile und die Prozesse werden extrem unterstützt aktuell. Und da gehen Startups rein und machen ganz neue Geschäftsmodelle, die uns helfen bei der Immobilientransaktion. Nicht alle dieser neuen Geschäftsmodelle haben dabei zwingend etwas mit Technologie zu tun. Auch der Gesetzgeber setzt die Branche unter Druck. So gilt seit letztem Jahr das Bestellerprinzip. Seitdem zahlen nicht mehr Mieter den Makler, sondern die Vermieter. Und denen sind die Makler plötzlich zu teuer. Quasi über Nacht entstand so ein neuer Markt für Start-ups, die statt teils horrender Provisionen Festpreise verlangen. So wie McMakler, die Vermieter mit Schnäppchenpreisen von 498 Euro ködern. Aber auch Geschäftsführer Lukas Pichonka glaubt nicht, dass Billigpreise und Service übers Netz alleine ausreichen, um traditionelle Makler überflüssig zu machen. Wir haben ja wirklich gestartet mit der Idee, ein Produkt anzubieten, wo wirklich alles technologisiert ist. Aber was extrem wichtig ist, dass gerade in diesem Markt, der vielleicht auch ein bisschen älter ist von der Struktur, auch ein bisschen verkrusteter und auch nicht so technologieaffin, besonders seitens des Vermieters oder des Verkäufers, dass man dort auch das Vertrauen schafft durch das Personal. Die Digitalisierung der Immobilienbranche verläuft so nach einem altbekannten Muster. Uber hat Taxifahrer nicht überflüssig gemacht und auch nach Airbnb wird es noch Hotels geben. Aber die Zeiten werden härter für Zwischenhändler und diese Reihen werden sich lichten. Mitleid habe ich so richtig nicht, weil ich finde, diese Art des Zwischenhandels, gerade bei dem emotionalen Thema Wohnen, wenn es im privaten Bereich geht, fand ich es bisher immer sehr unangenehm. Und ich finde die Entwicklung perfekt, dass man das Ganze digitalisiert, weil das sind Prozesse, die man wirklich digitalisieren kann. Darüber, dass es Probleme auf dem Wohnungsmarkt gibt, besteht weitgehend Einigkeit. Start-ups wie McMakler sind ein Anfang, um Zusatzkosten beim Kaufen und Vermieten zu senken. Das eigentliche Problem ist aber die Wohnungsnot. Und wie dieses Problem angegangen werden soll, das ist eher eine politische als eine technische Frage. Ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen bleiben deshalb Immobilien, trotz neuer Verkaufsmodelle, für den größten Teil der Bevölkerung schlicht unerschwinglich. Der Mensch braucht nur wenig und auch dieses Wenige nicht lange. Edward Young. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.